Aber die Katze ist immer weggerannt, aber einfach Karibik, immer Sommer, gell? So, ja. Wie du siehst, von Englisch an nach Kanada, Kanada, Deutschland, ich kann das schon. Ich brauche nur ein bisschen Zeit und. Hallo und herzlich willkommen, liebe Rot-Weiß-Fans, bei unserem rot-weißen Spielerporträt. Ihr musstet lange auf die zweite Ausgabe warten. In der letzten war schon Samuel Beek bei uns zu Gast. Und heute ist es Kanija Elva. Moin, Kani. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Und wir wollen mit dir ein bisschen über dein Leben und deine Karriere, deinen Weg sprechen, der dich zu Rot-Weiß gebracht hat. Und wir haben jetzt ja gerade eine sehr intensive Vorbereitung hinter uns und das erste Spiel auch gleich gewinnen können, dass du in der Startelf gestanden. Wie gut sind wir denn vorbereitet auf die kommende Saison? Ja, ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet auf der kommenden Saison. Wir haben viele gute Spieler, wir haben einen großen Kader. Wir sind halt ein Team, wir haben einen guten Team Spirit. Und man konnte sehen von der ersten Spiel, es hat ein bisschen gedauert, bis die zwei Tore kamen, aber am Ende 2-0 und gutes Ergebnis für das erste Spiel, finde ich. Dann ein kleiner Sprung in die Vergangenheit. Du hast bis zu deinem 11. Lebensjahr in deinem Heimatland St. Lucia gelebt. Was für Erinnerungen sind da an die Zeit in der Karibik noch da bei dir? Ich habe leider in der Karibik nur bis 11 gelebt, aber viele Erinnerungen mit Familie, Freunde, immer am Strand. Ja, Kindheit, schöne Kindheit gehabt. Und ja, nur mit Familie, Fußball, Street Football gespielt. Und einfach Karibik, immer Sommer, gell? So, ja, deswegen. Ich habe viele Erinnerungen gehabt. Ja, du hast schon kurz deine Familie angesprochen. Dein Vater Titus war ja Nationalspieler für St. Lucia und auch dein Onkel war Fußballer. Wurde dir da die Fußballerkarriere ein bisschen in die Wiege gelegt? Ja, kann man schon sagen, weil seit ich 5 bin, bin ich immer im Stadion gewesen, mein Vater und mein Onkel Fußballspielen angeguckt und in meiner Familie, wir haben immer Sport gemacht, also entweder Leichtathletik oder Fußball. Als ich jünger war, habe ich Leichtathletik und Fußball zusammen gemacht und aber ich wusste immer, dass ich ein Fußballspieler, also Profifußballspieler sein will und mein Vater und mein Onkel hat schon geholfen. Die waren mein Vorbild, als ich jung war. Ja. Ja, und 2008 bist du dann von St. Lucia nach Kanada gekommen. War das schwer, dann in so jungen Jahren die Heimat und das Heimatland zu verlassen? Ja, das ist immer schwer gewesen, natürlich deine Familie und deine Freunde von heute auf morgen zu verlassen und ein neues Leben zu starten. Aber ich wollte auf jeden Fall ein besseres Leben und meinen Traum folgen, auch mit Fußball und Schule, alles, so ein besseres Leben haben. Und ich musste nach Kanada umziehen mit meinem Onkel, der Bruder von meinem Vater. Und ja, auf jeden Fall war hart am Anfang, aber im Moment checkst du noch nicht, also was passiert wirklich, aber dann startest auf jeden Fall ein neues Leben, neue Familie, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, nur 5 Jahre später hat dann quasi wieder ein neues Leben begonnen. Dann bist du nach Deutschland gekommen, 2013. Wie waren deine ersten Eindrücke, als du hergekommen bist, als quasi neues Wahlheimatland? War ganz neu. Ich war noch nicht sicher, dass ich nach Deutschland gehe. Ich habe Probetraining in Stuttgart am Anfang gemacht und dann die haben mich wieder angerufen, dass ich kommen soll, dass sie mich wollen. Und auf jeden Fall in Deutschland war ein Augenöffner, weil erstmal in Europa gewesen, neuer Land, neue Sprache, komplett anders als Kanada. Halt Winter war nicht so schlimm wie in Kanada. Anderes Essen. Für mich war am Anfang sehr schwierig.
Aber wie du siehst, von Englisch an nach Kanada, Kanada, Deutschland, ich kann das schon. Ich brauche nur ein bisschen Zeit und nach ein paar Monaten war ich schon gut. Ja, und bist du heute noch regelmäßig in St. Lucia zu Besuch in deinem Heimatland? Oder lebt dort noch Familie von dir? Ja, eigentlich wohnt meine ganze Familie noch da. Nur mein Onkel, Tante wohnt in Kanada und ansonsten mein Bruder und meine ganze Familie, alle wohnen noch in der Karibik. Und ich bin normalerweise zweimal im Jahr in St. Lucia zum Besuch, am Ende der Saison immer und zum Weihnachten. Aber seit Corona, die letzten Zeiten, ich glaube, ich war seit 2 Jahren nicht in der Karibik. Aber ansonsten gehe ich immer, wenn ich kann. Ja, du hast schon Stuttgart angesprochen, an deinem 18. Geburtstag hast du dann deinen ersten Profivertrag unterschrieben. War das auch so ein bisschen der Tag, an dem du gemerkt hast, dass der Traum vom Profifußballer wirklich wahr wird oder wirklich Wirklichkeit? Ja, auf jeden Fall, weil das ist der Tag, wo du deinen ersten Profivertrag unterschreibst und wo halt deine Zukunft, dein Traum, alles ist in deine Hände, würde ich sagen. Und da habe ich realisiert, also mit dieser Bilder, mit Trikot und alles, oh, jetzt bin ich da und ich werde meinen Traum erfüllen. Ja, dann ging es für dich wenig später nach Frankreich, nach Straßburg bist du gewechselt, weil du nicht spielberechtigt warst für A-Junioren oder die zweite Mannschaft von Stuttgart. Das war ja sicher eine turbulente Zeit. Wie lief es für dich in Frankreich in dem halben Jahr? Ja, war am Anfang schwierig, weil für die Mannschaft, wo du unterschreibst, da willst du auch spielen. Aber dadurch, dass ich noch nicht meinen kanadischen Pass hatte und mit meinem St. Lucian Pass, das ist ein bisschen schwieriger in Deutschland zu spielen oder ein Spielerlizenz zu bekommen. Ich musste ausleihen gehen, entweder in Belgien, Schweiz oder Frankreich. Und ich habe mich entschieden für Straßburg. Und in die halbes Jahr, wo ich da war, war sehr gut. Wir haben der Liga gewonnen da. Und ich habe viel gespielt und auch ein paar Tore gemacht. War ganz anders als Deutschland von der System her, Disziplin her auch. Aber da war ein anderes Erlebnis und ich habe viel Spaß gehabt und viele Freunde auch kennengelernt. 2015 hat es dann im August geklappt mit deinem Profidebüt für Stuttgarts Zweite. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber dein erstes Spiel war gegen Rot-Weiß Erfurt, witzigerweise. Kannst du dich da an den Tag noch erinnern, was du gefühlt hast, als du da eingewechselt wurdest? Ja, auf jeden Fall. Erstes Spiel vor Stuttgart. Wirst du auch nicht verlieren, aber wir haben leider verloren an den Spieltag. Ich bin, ich glaube, 70. oder 75. eingewechselt und irgendwie 3-1 oder 3-0 kann sein, dass wir verloren haben, aber war auf jeden Fall kein schönes Erlebnis für mein erstes Spiel mit den Fans auch. Ich war auch sehr aufgeregt, bisschen nervös. Ja, aber das war mein erstes Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt, Debüt. Und zwischen 2018 und 2022 hast du dann gespielt für die Würzburger Kickers und danach für Ingolstadt. Hattest aber in der Zeit immer wieder mit längeren Verletzungen zu kämpfen. Wurdest auch zweimal nominiert für die A-Nationalmannschaft Kanadas und konntest dann aber wegen Verletzungen nicht spielen. Wie hast du die sicher harten Rückschläge dann wegstecken können? Würde ich sagen, ich bin immer ein positiver Mensch. Ich bin nie so, wirst mir kaum negativ sehen oder meinen Kopf runter sehen. Deswegen, ich bin immer positiv geblieben und hat gedacht, so, ich komme schon stärker zurück von der Verletzung. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich nominiert werde für die Nationalmannschaft und leider kam Verletzung dazu. Das ist halt Fußball. Verstehe ich auf jeden Fall. Und danach, ich bin stärker zurückgekommen und hatte eine gute Saison gehabt und konnte danach wechseln. Ja, 2022 ist dann dein Vertrag in Ingolstadt ausgelaufen. Da warst du auch noch verletzt.
Und jetzt seit Januar 23 bist du bei uns bei Rot-Weiß, warst also ein halbes Jahr ohne Verein. Wie hast du dich da in der Zeit fit gehalten überhaupt? War einfach für mich fit zu halten, weil ich war in der Reha. Deshalb, ich habe von Montag bis Freitag war ich in der Reha, verschiedene Übungen und halt mich dort fit gehalten mit den Trainern in München. Und ja, war nicht so einfach. Auf jeden Fall Reha, jeden Tag gleiche Übungen, aber das ist halt Disziplin. Und das hat mich sehr viel geholfen. Ja, und jetzt seit seit sieben Monaten Erfurt. Abgesehen vom Fußball, wie gefällt dir denn Erfurt als Stadt? Ja, bis jetzt konnte ich nicht so viel sehen, außer halt der Innenstadt. Aber es gefällt mir schon. Die Leute, die Fans, die kommen auf dich zu in der Stadt und wollen ein Bild oder irgendwas. Aber der Stadt gefällt mir schon. Ist ein bisschen mehr aktiv, so ein Uni-Stadt. Sehen viele junge Leute und Kaffee trinken. Was machen mit den Jungs oft das? Das gefällt mir schon. Ja, und jetzt hast du ja in der Vorbereitung auf die neue Saison, kann man schon sagen, einige sehr gute Testspiele absolviert, auch gegen Dortmund dein erstes Tor in unserem Stadion geschossen. Was war das für ein Gefühl, da im Steigerwaldstadion zum ersten Mal jubeln zu dürfen? Sehr gutes Gefühl, auf jeden Fall vor 16.000 Fans oder mehr als 16.000 Fans mein erstes Tor zu machen. War auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wieder zu jubeln, mein Salto zu machen. Und war ein sehr gutes Testspiel und wir konnten zeigen, was wir drauf haben. Deswegen, ich habe mich gefreut, vor die Fans ein Tor zu machen. Ja, du hast schon gesagt, dein Tor hast du artistisch bejubelt, inklusive Salto. Ist das dein persönlicher Jubel, auf den wir uns jetzt noch häufiger freuen dürfen? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch mein persönlicher Jubel und das ist auch von meinem Vater. Als mein Vater immer Tor gemacht hat, hat er auch ein Salto gemacht. Und ja, ich habe das ein bisschen übernommen, dass halt der Elfer Familie kannst den weiter so Tor und Salto sehen. Auch mein kleiner Bruder, wenn der Tor macht, macht er auch Saltos. Deswegen so ein witziger Familie-Ding. Und dann ein kleiner Blick in die Zukunft. Was hast du dir denn für deine Karriere noch für Ziele gesteckt? Und ist eins davon auch, dass du für die kanadische Nationalmannschaft aufläufst? Ich würde sagen, erstmal für meinen Verein, wo ich spiele, Gas zu geben, 100% zu geben, versuchen, so viel wie möglich fit zu bleiben, viele Tore, Assists zu machen und was erstmal danach kommt, dann schauen wir mal, aber erstmal für die Vereine 100% zu geben. Und für die Zukunft, ja, weiß ich nicht, erstmal schauen, mich zu performen und schau mal, was kommt. Ja, vielen Dank. Wir haben noch von euch, liebe Rot-Weiß-Fans, wir haben euch auf Instagram und Facebook gefragt, was ihr denn von Kani wissen wollt. Und einige von euch haben sehr coole Fragen eingereicht, die wir natürlich auch noch jetzt ihm stellen wollen. Und zwar hat unter anderem Arthur Tranquillo gefragt, was würdest du einem U19-Spieler als Tipp für seine Karriere mitgeben? Also einem jungen Spieler. Ich würde sagen, auf deinen Trainer zuhören, offen sein zu lernen, Disziplin auf jeden Fall und viel extra Arbeit machen, individuell Arbeit, an deiner Schwäche arbeiten und nicht mit der Training von der Trainer, also zufrieden und einfach heimgehen, einfach mehr machen, nur so wirst du besser. Ja, und einfach immer an dich glauben, das ist auch wichtig. Dann eine Frage von Matteo OSW, der war sehr fleißig, hat gleich mehrere Fragen eingereicht, danke dafür. Und eine davon ist, hast du Haustiere oder hattest du schon mal ein Haustier? Als ich jünger war in der Karibik, ich glaube, wir hatten ein
Hund. So, ich glaube, ein Pitbull. Ja, und eine Katze oder so. Aber die Katze ist immer weggerannt, aber wir haben einen Pitbull gehabt. Ja. Dann fragt Mr. Tom Sie als Letzter aus der Community, Rot-Weiß ausgenommen, welcher ist denn dein Lieblingsverein oder welcher war es, als du Kind warst? Manchester United, also Red Devils, ist immer mein Lieblingsverein gewesen. Bis heute, ja. Und dann hat noch ein bekannteres Gesicht eine Frage eingereicht, nämlich Unterstrich Romario H., auch als Romario Hairola bekannt, der fragt, can you tell us how you do this amazing hairstyle? It's amazing. Danke, ich weiß, aber ich mache selber nicht. Meine Friseurin macht. Danke an sie. Und danke natürlich auch an euch aus der Community und selbstverständlich auch an dich, Romario, fürs Einreichen der Fragen. Das war's von unserem rot-weißen Spielerporträt für heute. Kani, danke, dass du mit dabei warst und mit uns über dein Leben und deine Karriere gesprochen hast. Und liebe Rot-Weiß-Fans, hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr das gerne mit einem Like und auch natürlich mit einem Abo auf unserem Kanal quittieren. Und in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.